Dankeschön. Tschüss. Das war's. Tschüss. Wir sollten wirklich mal so eine 3-Sekunden-Aufnahme machen. Ja, nein, willkommen nach 1000 Jahren mal wieder zurück zu Realm of the Mad God. Mit mir tatsächlich. Yay! Und Ich habe ja. den Kanal geändert. Er ist mein Sklave. Nein. Sei mein Sklave. Ja, der Ritter des grünen Ampelmännchen ist auch dabei. Ich weiß auch nicht, wieso ich noch mit dem aufnehme. Grenzt schon an Selbstgeißelung. Ja, du stehst doch drauf. Auf jeden. Alter, warte kurz. Ich muss dir eben Kaugummi gönnen, weil das hilft bei meiner Mittelohrentzündung. Also das, was davon noch da ist. Und man kennt ja Steckst du dir unsere denn Let's jetzt in die Plays. Ohren, damit das so ein bisschen dämpfend ist? Was? Was hast du gesagt? Hast du mich beleidigt? Warte. Steckst du dir das so in die Ohren, damit das ein bisschen dämpft? Nee, ich habe hier Five Gum und da stehen so Wahrheit- oder Pflichtsachen drauf. Was lese ich glatt mal vor? Wahrheit? Was ist das Eigenartigste in Portemonnaie, lade ein Bild davon auf Instagram hoch? Was ist daran Wahrheit? Das ist Pflicht. Das einzig, was das Seltsamste in meinem Portemonnaie Ja. ist mir auch glatt mein Wein-Bier-Öffner runtergefallen. Ich habe so einen kombinierten. Also nicht im Portemonnaie. Da muss ich glatt mal mein Portemonnaie gucken. Geld? Das ist nicht so. Führerschein, Ausweis, Ich habe hier. Dönerkarten. Ich habe hier eine Konzertkarte für Eskimo Callboy. Dann habe ich Geld. Konzertkarte für die letzte eisheilige Nacht. Ich habe noch einen Sunny-Verbon. Auch gut. Schülerausweis, Fahrplan für den Regionalzug, Monatskarte für Nahverkehr. Was habe ich denn bei Saturn gekauft? Ein Und dann Stecker. habe ich noch Kleingeld, unter anderem auch eine polnische 1-Zlotti-Münze Ah. und eine tschechische Krone. Ich glaube, damit bist du krasser als ich. Jo, also ich habe nicht wirklich was Seltsames dabei. Ich auch nicht. Nur Konzertkarten, Alte. Aber das ist nicht so seltsam. Und Eintrittskarten, aber wofür waren die nochmal? Weiß es nicht. Weißt du, wo Hä? ich mein Handy hingelegt habe? Hier. Wofür waren diese Man scheiß sollte. Eintrittskarten? Das kann ich dir nicht verraten. Fürs. Ich könnte jetzt laut Fürs. brüllen zu Ach, deiner fürs. Mutter und mich lustig finden, aber. Fürs X in Herford waren die. Aber jetzt haben wir Gibt hier es noch auch ein zwei. Y in Darfurt? Nee. Hier sind noch zwei Pflichtsachen. Einmal schau, wie viele High Fives du von jemandem bekommen kannst, bevor er sie fragt, was das soll. Da hier keine Menschen sind, null. Andere Pflicht, schicke auf Snapchat ein Snap zu einem Verwandten mit dem Text, kannst du mich sehen? Wow. Ich habe kein Snapchat. Ich habe keine Verwandten. Ach nee. Ich habe auch keine Verwandten, die Snapchat nutzen, zumindest soweit ich weiß. Ich glaube, mein Cousin hat Snapchat, aber ist da nie drauf. Ich habe tatsächlich mir letztens Snapchat installiert, aber habe es noch nie Yay. benutzt. Naja, machen wir mal irgendwas. Wir stehen hier nur rum und Yay. labern über Five Gum. Yay. Und guck mal, da ist irgendwie Malmsteen im Chat. Echt? Cool. Der ist Su, was auch immer das ist. Sivan. Ist das Caustic Sivan? Das sind hier Toxic Sewers. Ach so. Wollen wir uns einfach mal in Scotland porten? Ja, mach du mal. Wenn du stirbst, dann porte ich mich nicht hinterher. Also ich sterbe hier gerade nicht. Ich hätte mich so oder so geportet. Oh Scheiße, ich habe so ewig nicht gespielt, Mann. Alter, ich glaube, wir hätten uns erstmal irgendwo warm spielen sollen. Das wäre eine Idee gewesen. Ah! Überall Schüsse. Ich gehe einfach in den Nahkampf. Nee. Nahkampf. Scheiße. Nicht getroffen. Zieh dir den Nahkampfsockel über. Bist du Fuck. gestorben? Lame.
Vader, ja. Willst du mich verarschen? Ich dachte, du hast in letzter Zeit viel gespielt. Auch noch schönen Charakter, wo ich schon 7 oder 8 Speedtränke reingefarmt habe. Also es war jetzt auch nie so, dass da jetzt 0 Arbeit gewesen wäre bisher. Oh Mann, ey, das ist doch nicht wahr. Das ist jetzt richtig räudig. Ich glaube, wir sollten nicht mehr zusammen aufnehmen, der Scherz. Weil ich so ein Lauch bin. Aber ich hab's ja immerhin im Steam-Namen. Wer von uns beiden ist der Lauch? Ja, das, Ich würde da jetzt keine falschen Mythen in die Welt setzen. Über das Lauchtum? Ja. Was es bedeutet, ein wahrer Lauch zu sein? Zum Beispiel. Du kannst den Struggle eines wahren Lauchs heutzutage gar nicht mehr nachvollziehen. Hey, ich war auch mal ein Lauch. Ich sagte heutzutage. Oder sah auch mal so ähnlich aus wie du, hatte keinen Bart und lange Haare und Lauch. Ja, okay, das trifft sehr gut auf mich zu. Ja. Aber ich habe halt, sobald ich minimalen Bartwuchs hatte, habe ich angefangen, Ziegenbart zu tragen. Wenn ich das könnte, würde ich das auch. Das sah sehr komisch aus, weil... Weißt du, bei mir kannst du dir das so vorstellen, als ob du so ein paar Spaghetti hast und die so unten am Kinn hängen. Ach, hast du nur so ein... Da kannst du ja so ein Alblali-Kinnbart machen, weißt du? Na, inzwischen sieht das schon so aus, als ob daraus mal in 50 Jahren ein Bart werden könnte, der mir dann direkt wieder ausfällt wegen Haarausfall im Alter. Aber ja, das war ja bei mir auch so früher. Es wird mit dem Altern besser, das ist das Positive am Altern. Aber dafür bekomme ich langsam Geheimratsecken, von daher. Ich auch schon. Meine Freundin zieht mich damit manchmal auf. Ja, so nach dem Motto Innenschenkel Abrieb stellen. Bist du immer noch in der Medusa? Nein, ich bin alt. Ach so, ja, bin ich. In der Medusa, das klingt falsch. Ach so, wenn ich mich jetzt zu dir porte, dann sterbe ich ja safe, ne? Ich porte mich einfach zu dir. Hä, wo bist du hin? Ach da. Du bist der Weihnachtsmann. Ja, ich bin der Santa. Eben, ich habe jetzt die Serie Happy geguckt. Okay, kenne ich nicht. Lohnt sich. Da geht es um imaginäre Freunde, Drogensucht, einen abgehalfterten Cop, der jetzt als Auftragskiller arbeitet. Und meinst, Kindesmissbrauch und Kindesentführung. Von daher. Ich wollte gerade sagen, es geht also um mein Leben. Dann hast du Kindesmissbrauch und Kindesentführung gesagt. Da ist es nicht mehr so lustig. Ja, aber es wird halt alles sehr. Also weiß nicht, wenn du solche Sachen nicht mit Humor nehmen kannst, solltest du die Serie nicht gucken. Ich kann Sachen mit Humor nehmen. Also weil in dem Kontext ist vieles auch lustig. Oryx is like butters, go my minions. Sorry, ich musste den Chat zitieren. Aber das ist gut, dass du es zitiert hast, ey. Hast mir gerade einen Lacher verschafft. Mal dieses Vibrieren, das ist alles mit in der Aufnahme. Tut mir leid. Alles gut. Man kennt uns doch für unsere Professionalität hier bei unseren RedMG Let's Plays. Nom nom. Ja. Nom nom nom. Uslan Ramachalma, du, sag ich dir. Ich habe hier noch einen halben Döner liegen. Ist nur nicht meiner, sondern der von meiner Freundin. Sonst würde ich ihn jetzt in der Aufnahme essen. Da hättest du dann sogar ein Beweisvideo, dass du ihren Döner weggefressen hast. Mit Face. So schlau, ich kaufe mir extra dafür eine Webcam und mache dann Facecam. Der Tag, als ich den Döner meiner Freundin aufgegessen habe, dann halt erst mal 3 Wochen kein Video mehr bringen. Oder nur noch so ein Video. Das ist mein letztes Video. Oder so. Ich jetzt mit YouTube auf. Ich aber halt nur so Texteinblendungen, so dass es wirklich so wirkt, als hätte sie dich entführt.
oder so. Ich muss in einem Folterkeller weiterleben. So richtig SM-Spielzeuge, du. Nur, dass es kein Spaß ist. Ja. Und du weißt, der SM steht für Saltatio Mortis. Das stimmt. Aber weißt du, was noch viel nerviger ist als dieses Vibrieren und so? Was? Dass ich jetzt die ganze Zeit ein blinkendes Handy neben mir liegen habe. Ich lach dich nur aus, also alles gut. Nein, ich bin Konfusel. Ich bin Konfuzius. Ebenso ein Konfuzius-Magier finde ich auch lustig. Konfuzius sagt, Frauen und Würmer mit Warzen sind schwer zu verarzten. Hast du die erste Staffel vom A-Team gesehen? Nicht komplett. Da kommt das her. Ja. Ja, A-Team ist toll. Ja, ich habe mir früher mal die erste Staffel gekauft. Als ich mir das jetzt staffelweise reingezogen habe, nee. Ich habe halt die erste Staffel als DVDs zu Hause und die habe ich früher immer geguckt mit meinem Cousin. Mhm. Da hat er jeden Freitag bei mir gepennt und dann haben wir uns das immer reingezogen. Ja, mein Bruder hat phasenweise dann immer freitags bei meiner Oma geschlafen, wenn Wrestling im Fernsehen lief. Wrestling, Alter, das habe ich früher auch geguckt. Wieso will der mit mir handeln? Weiß ich nicht. Weil du krass aussiehst, weißt du? Ich habe aber nichts. Ja, mich hat jetzt auch mal einer angetradet, der hatte saugeiles Zeug drin. Weil ich auch hätte nutzen können. Der quatsche mich an, do you have armor for me? Und ich gucke so in sein Inventar, Digga, was hast du für Zeug? Ich habe da nicht mal annäherungsweise irgendwas. Da hatte der halt schon eine T10 Rüstung drin und wollte von mir was Besseres haben. Hä, what the fuck? Ja, also ich meine, er hatte auch, also da habe ich Necro gespielt, der hatte auch einen T5 Schädel und sowas einstecken. Das hätte er mir durchaus genutzt, das Zeug, aber sorry, wenn du so ein Inventar hast, da ist es echt schwierig, jemanden zu finden, der dir irgendwas als Gegenwert anbieten kann. Das stimmt. Vor allem so for free. Also, wenn du random auf der Karte dann tradest, das verstehe ich dann immer nicht. Ja, ich auch nicht. Da musst du schon auf den Trade-Server gehen und auch wirklich was dafür anbieten, was Vernünftiges. Also, er hatte ja was Vernünftiges im Angebot, weil ist nur die Frage, ob er das verkaufen wollte. Ja, das weiß ich. Ja, so vertieft habe ich es dann auch nicht. Und dann hatte ich auch mal einen, jetzt die Tage, der hat mich, da war ich auch Stufe 20 schon mit einem anderen Charakter. Und der ist dann hinter mir hergelaufen, hat mich angequatscht. Hey, Kesulu, wie sieht's willst denn aus? Willst du mir deine Leber verkaufen? Da hilfst du mir beim Aufleveln. Und der hat's halt nicht gemerkt, dass der mir mit einem Level 2 Charakter hinterhergelaufen ist in den Endkampf. Also, und dann ist der halt wegen einem End verreckt. Das tat mir so voll leid. Ja. Gehen wir in den Forest Maze. Können wir machen. Damit wir wenigstens einen Dungeon in der Aufnahme haben. Ja, vor allem den anspruchsvollsten. Weiß ich nicht. Aber dafür ist der Forest Maze bestimmt nicht so oft gespielt auf YouTube, oder? Nö, das stimmt. Ich habe letztens bis 3 Uhr morgens ein RPG gespielt, Night Shift. Davon habe ich auch mal ein Let's Play angefangen. Aber ich habe den alten Spielstand nicht mehr. Bei dir fährt gerade die Feuerwehr vorbei, lustig. Ach stimmt, ach das hat man gehört, ja cool. Ja, das ist jetzt auch safe auf der Aufnahme, vermute ich mal. Dann kann ich die Aufnahme ja nennen, BMT wird von Krankenwagen angefahren in Aufnahme. Wir spielen hier nicht Saints Row. Tun wir nicht? Oh, das war... Was Saints Row ist auch ein tolles Spiel. Hab ich ehrlich gesagt nie gespielt. Hab ich nur von gehört. Musst du nachholen. Ich habe wirklich viele Spiele nicht gespielt. Ja, ich habe nie in meinem Leben GTA angefasst dafür, also... GTA habe ich auch nur so halb mal gespielt, nicht wirklich. Ich habe halt mal überlegt, wenn es nicht so ein Aufwand wäre, sich die alten Teile zu besorgen, würde ich mir die vielleicht mal besorgen. Okay. Also die in dieser komischen Ansicht.
weil ich solche Spielperspektiven eigentlich ganz gerne mag. Also so diese absolute Draufsicht und Ja. sowas. Finde ich ganz faszinierend. Da habe ich tatsächlich mal überlegt, aber es ist halt irgendwie. Also es gibt Möglichkeiten, da ranzukommen. Das ist aber über drei Umwege und dann kannst du die auf Steam freischalten. Okay. Und da hatte ich irgendwie keinen Bock bisher. Ja, Oder glaube ich. beziehungsweise nie genügend Langeweile dafür. Yay, eine Westen Queen als Quest. Vielleicht kriegen wir dann das Bienenstock als Dings Bienenkock. Dungeon. Bienenkock. So ein richtig langer Stachel. Genau. Das war's mit der Monetarisierung. Ich habe noch nicht mal genug Abonnenten, als dass ich YouTube-Partner sein könnte. Das stimmt, es gibt ja mittlerweile Richtlinien dafür. Ich habe noch nie ein Video von mir monetarisiert. Aber du hättest das phasenweise machen können. Ja, habe ich aber nicht. Ich habe noch nicht mal so einen Google AdSense-Account. Ja, also ich war dafür niemals geeignet. Also, weil ich hatte halt ganz lange keine Handynummer drin. Okay. Deshalb konnte ich ja maximal Viertelstundenaufnahmen reinhauen. Und ich habe erst die Handynummer drin gehabt, da hatten sie das System schon drin, dass Ah. du da so und so viel brauchst. Das hätte sich ja bei mir auch nicht gelohnt. Naja, das lohnt sich bei mir auch noch lange nicht. Also. Ich glaube, ich hätte halt in meinem ersten Jahr vielleicht 8 Cent eingenommen oder sowas. Wäre bei mir auch, obwohl ich hau halt so ultra viele Videos raus. Also ich habe früher ultra viele Ja, Videos rausgehauen. wenn ich so überlege, was manche Vielleicht. deiner Videos für Aufrufe bekommen haben teilweise, hast Ja, du vielleicht bestimmt hätte ich ja schon was. 3,5 Cent gekriegt. Ja. Vielleicht hätte ich ja irgendwann mal 1 Euro gekriegt. Das stimmt. Aber es gibt ja auch, glaube ich, eine Auszahlgrenze. Also muss, glaube ich, auch einen gewissen Betrag erreicht haben, ehe du überhaupt was ausgeschüttet bekommst. Ehrlich, das Das war, wusste ich glaube ich. nicht. Ja, ich habe da mal was davon gehört, aber ich habe mich da nie tiefer informiert, weil, Ich auch nicht. ja, Ich werde was das soll ich. sowieso nicht machen. Oh, ich sag mal so, Außer ich ich. sag mal so, wenn ich aus Versehen über Nacht groß genug werde, dann würde ich das machen. Ja, wenn es sich irgendwann ergibt, aber ich meine jetzt so, es sieht irgendwie nicht so aus, als ob das in naher Zukunft passieren würde. Nee, Bei nee, keinem nee. von Also Chancen uns. rechne ich mir da auch keine aus. So soll das auch gar nicht klingen. Nee, aber wenn man es könnte, würde man es machen, das stimmt schon. Also ich bin halt auch eher so, ich finde halt so Systeme wie dieses, kannst ja mittlerweile direkt gezielt Kanalunterstützer werden mittlerweile auf YouTube. Das Okay. finde ich zum Beispiel cooler als System an sich, als dieses Werbungssystem, weil Werbung suckt halt einfach mal hart raus. Das stimmt. Insbesondere, wenn da jemand diese Mid-Rolls einbaut und dann so richtig wie RTL einen richtig bösen Cliffhanger reinbaut. Sowas finde ich immer recht asozial. Ja. Aber ich meine, man muss ja auch nicht 10 Werbungen auf einen 10-Minuten-Clip schalten. Nö. Wenn ich monetarisieren würde, würde ich das so simpel machen, einfach nur, dass davor einmal Werbung kommt, das war's. Ja, du kannst ja auch relativ entscheiden. Also, ich habe ja auch nichts gegen diese kleinen Werbebanner oder sowas, aber insbesondere Werbung, die man nicht nach 5 Sekunden weiterschalten kann, finde ich halt echt nicht nice. Ich glaube, das kann man sogar einstellen. Ja, du kannst das alles einstellen. Ja. Also ich habe Aber mir ich glaube, dazu mal das ein muss man bei Video jedem Video von. einstellen. Wenn man es dann mal Nee, nee, vergisst. du hast da generelle Einstellungen. Ja. Ja, also ich war da schon mal in. Also ich habe halt in den YouTube-Einstellungen ganz viel rumgeguckt und war da halt auch zufällig auf der Seite. Okay. Das siehst du ja alles, auch wenn du nicht einstellen kannst in dem Moment. Oder zumindest war es damals so, als ich in den Einstellungen drin war. Okay. Da kannst du recht viel drin rumfuschen und einstellen und so weiter. Ja. Das Einzige, was ich momentan echt überlege, ist meine Lizenzen auf diese Creative Commons Lizenzen umzustellen, sodass man meine Inhalte problemlos weiterverwenden kann. Das überlege ich momentan zu machen. Okay. Aber damit tust du dann halt auch so sagen, unter Namensnennung kann man nahezu alles mit deinen Inhalten machen.
Da muss ich mir nochmal überlegen, ob ich das wirklich freischalten will. Aber ich finde es an sich schon recht cool, wenn du halt so sagen kannst, okay, da kannst du zum Beispiel sagen, wenn einer ein Best-of schneiden will oder so, dann kann er das halt jederzeit auch machen. Okay. Ohne dass der irgendwo Angst haben muss, dass ich da irgendwie Handhabe gegen ihn hätte oder sonst irgendwie was. Ja. Was ist mit Weil Hete-Videos? mit Hepe? Ja, mit Hete-Videos über Mit Hete, Hete-Satelliten. wie die? Ja, im Endeffekt verhindern kannst du es sowieso nicht. Stimmt. Und ich meine, wenn die Namensnennung sauber drin ist, im Endeffekt ist es halt doch auch nur mehr Aufmerksamkeit auf deinen Kanal, weißt du? Ich weiß. Also ich hatte ja auch schon mal eine kleine Hate-Welle und die hat mich halt auch gepusht. Danach hatte ich tatsächlich mehr Abos als vorher. Lustige Sache eigentlich. Aber das Ja. ist wirklich so. Ich hatte nur mal Und so, ich hatte nie wirklich Hater, die wiedergekommen sind. Ich hatte nur mal unter so ein paar Videos Kommentare wie Hurensohn oder so. ja, das hatte ich halt auch mal. Aber die habe ich dann einfach gelöscht und das war's. Also im Ja, Nachhinein das hätte war ich sie auch halt. stehen lassen können. Eigentlich ist es lustig. Ja, ich habe sie stehen lassen. Wenn das Ich habe nochmal die wer meisten macht, lasse ich. sogar. Was? Ich habe die meisten sogar beantwortet. Okay. Ich weiß, da war Ja. ich noch jünger, da war ich, dachte ich so, nee, Ja. das ist uncool, ich mach das mal lieber weg. Aber ich so, jetzt würde ich die stehen Verschrieben. lassen und mich drüber lustig machen. Aber weißt du, was auch lustig ist? Was? Mittlerweile darfst du deinen eigenen Google-Account nur noch mit ab 16 verwenden. Ehrlich? Demzufolge, ja, laut dem internen, was drin steht, demzufolge könntest du jetzt auch die ganzen unter 16-jährigen YouTuber und sowas melden. Okay. Wenn ich es richtig verstanden habe. Meine nicht, dass ich sowas machen würde, aber ich finde es halt schon ganz lustig, wenn Ja. dann sich 14-Jährige über 12-Jährige YouTuber Oh, aufregen. hier ist ein Snake Pit. Dann let's do it. Ich habe erst Stufe 11, aber es ne doch, doch, das ist machbar. Hilda, willst du auch schnell? Das stimmt. Ich habe gemerkt, die kleinen Schlangen bringen nicht mal Erfahrung. Nee, Also die das ganz stimmt kleinen. tatsächlich. Und renn bitte nicht vor. Ich Sonst habe ich versuch's. hier. Sonst kriege ich keine Erfahrung, weißt du? Ja. Ich will auch nicht, dass du zu viel getroffen wirst. Wenn ich zu nah bei dir stehe, bei den ganz großen Schlangen, dann ist das auch nicht cool. Klingt Kommst du? hier drin? Kommst du? Ja. Ja. Die machen mir halt nur noch 7 Schaden pro Schuss. Super. Das ist halt echt schon geil, wenn man Death gemaxt hat. Stimmt. Kann ich mich einfach reinstellen und Das totschießen. ärgert mich ja am meisten. Mein Knight hatte auch ein paar Tränke aus dem Kalender. Ah, okay, das ist wirklich scheiße. Waren unter anderem auch zwei Death-Tränke, hatte ich halt auch schon drin und sowas. Ja. Und halt haufenweise Speed-Tränke und sowas. Deshalb habe ich auch so viele Marks mittlerweile. Ja, und eine Nase Um, Speed. ja, ganz viele Nasen-Speed. Das war so ein Motorhead. So ein Lemmy. Ja, so ein Lemmy. Ja, Lemmy für. Motorhead ist halt einfach auch nur eine Fachkreisbezeichnung für einen Speedfreak gewesen. Kennst du, also das waren da so Lemmificates. Oh, ho, 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 ho. Lemmificate? Habe ich mal irgendwo Kennst du den YouTuber gehört, ja. Das kannst du auch haben, wenn du es haben willst. Yay! Ja, der macht so Videos über Pokémon. Habe ich heute noch gesehen, eins, das neueste. Cool. Deswegen dachte ich, wenn ich den Witz mache, fändest du ihn vielleicht lustiger, wenn du den nicht kennst. Lohnt sich dann Ich halt habe ihn nicht. mal, also mir sagt es irgendwie was, aber ich scheine ihn wohl nicht zu gucken. Hoho! Du ziehst ganz gut Feuer auf dich. Ja, das war auch mein Plan. Boah, mir machen sogar die kleinen Schlangen noch Schaden. Oha. Aber du spielst auch ein Mage. Die Ja, sind das jetzt stimmt, nicht. aber dafür habe ich eine T10 Robe drin. Okay, Und halt aber. einen T3 Deathring. Ja. Deshalb geht das ganz gut.
Ich dachte, für die Aufnahme ist das Mage-Zeug, das ich rumliegen habe, noch am besten geeignet. Ja. Weil das dann doch einen Unterschied macht, ob man ein bisschen Schaden machen kann oder nicht. Ja. Ich hoffe, das läuft jetzt in der Aufnahme auch alles gut, so dass man dich nicht doppelt hört oder so, weil ich ja über die Lautsprecher gerade habe, wegen meiner Mittelohren. Also wenn ich höre mich ja selber nicht, von daher würde es mich wundern. Und in der Probeaufnahme war ich ja auch nicht doppelt zu hören. Ja, genau. Also ich, nur manchmal kann sein, dass dann zwischendrin irgendwie dann doch... Ja, gerade wenn ich rumbrülle, könnte das passieren, ja. Ja, aber so viel brülle ich ja nicht rum. Ja, das stimmt. Wir sind schon zwei ganz gechillte Boys. Also ich habe ja manchmal meine Brüllphasen, aber... Ich habe nur Creme Brûlée. Creme Brûlée. Oh, Scheiße. Warte, kurz. Muss kurz auf mein Handy gucken. Und schon kann es weitergehen. Kann ich ja auch mal kurz hier das Blinken so beseitigen. Ja, Blink 182. Wurde gerade gefragt, ob ich noch ein Handyladekabel da habe. Klar, in meiner ich Hose. Ich habe tatsächlich, glaube ich, mehrere Ladekabel rumliegen. Ja. Aber ich habe auch mehrere Geräte für Ladekabel und so. Also, wo ich Ladekabel brauche. Ja. Zum Beispiel den aufladbaren Vibrator. Ja, Moment genau mal, den. Die sind alle aufladbar. Oder weiß ich nicht, kenne mich damit nicht so oder aus. Sie haben Batterie, ja, okay, Batterien ist natürlich noch möglich. Ich stelle mir das dann schlimm vor, wenn dann mal die Batterie, die dann auslaufen. Das darf dann halt nicht passieren. Stelle ich mir sehr schmerzhaft vor. Ja, ich mir auch. Hab dann noch, das aber das ich extra noch, Gefühl. Kann man ja mal googeln, ob sowas schon mal passiert ist. Gutefrage.net. Ich krieg den Penis nicht mehr aus dem Toaster. Nicht bewerten, nur helfen. Oh. Wie war das immer, wenn ich ein sehr dummes Problem habe, gucke ich auf gutefrage.net. Irgendwer hatte 2004 dasselbe Problem. Ja. Penis steckt in Reißverschluss fest. Reißverschluss steckt in Penis fest. Au. Au. Okay, yeah, Dead End. Wir können ja noch auf Treasure Rooms hoffen. Ja, das wäre ganz nice. Die anderen dürfen jetzt Nices Oryx Battle machen, aber darauf habe ich sowieso keine Lust. Welche? Ja, Nices Oryx Battle macht mit Stufe 16 ohne Tränke drin überhaupt keinen Sinn. Ja, und auch keinen Spaß. Hast halt... Kannst halt nur hinterherlaufen und ausweichen. Weil wirklich Schaden machst du auch noch nicht. Ja. Also selbst mit meiner Ausrüstung, ich habe ja auch einen T9 Stuff drin und so, und aber ich habe halt auch nur einen T2 Spell. Ja. Dann mehr habe ich halt nicht. Auf zum Boss, bitte nicht verrecken. Du, ich habe dreimal Snake Oil, also... Oh Mann, das war schon eine Menge Damage. Ich wollte gerade sagen. Geh mal bitte aus der Mitte raus. Okay, ich versuche einfach alle Schüsse auf mich zu lenken. Okay, jetzt dürfte sie schnell down gehen. Ja. Ein Speed. Ja, nice. Yay. Ich brauche das ja nicht mehr. Fast alle meine Charaktere haben es schon, also Speedmarks. Ja gut, ich meine, wenn ich nicht so oft sterben würde, was dann aber bei mir halt auch mal liegt, wenn du dann 3-4 Stunden am Stück wieder aus Versehen spielst, dann wirst du dann halt irgendwann unkonzentriert. Ja. Auf nach draußen. Wie lange? Ich weiß irgendwann nur nicht mehr, wohin mit diesen ganzen Stino-Marks. Ja. Wie lange nehmen wir schon auf? Das weiß ich nicht. Ich würde mal kurz in meine Vault gehen. Ich und meine Vault. Wir können eigentlich noch eine zweite Aufnahme machen. Auch wenn ich gesagt habe, wir sollen nicht so viel aufnehmen heute, aber... Ja, egal. Dann haben wir noch eine zweite gemacht, also... Okay, also...
sofern das dein Gehör überlebt. Ja doch, ich habe ja jetzt keine Kopfhörer auf, sondern mach das ja über die Lautsprecher. Dann geht das, ja. Ja, so kann ich auch Musik hören, das ist kein Ding, aber halt nicht zu laut. Und jetzt, also laut meinem Ohrenarzt, viel schreien. Laut meinem Ohrenarzt soll es am Wochenende auf jeden Fall wieder gehen, also da bin ich auch auf dem Konzert, hat er gesagt, das ist kein Ding, kann ich machen. Ja. Okay. Ist die Aufnahme jetzt durch? Nach der Verabschiedung, die wir jetzt professionell machen werden. Oh mein Gott, Zeug. Nein. Zeug? Scheiße. Das hab ich da hingelegt. Das war mein übriger Stuff. Ach verdammt, ich wollte es nehmen und dir geben. Das okay. War einmal halt nochmal eine T9-Armor, wo ich noch eine habe und gesehen. T9-Bogen. Aber das brauche ich ja beides jetzt ja. Nicht und ich habe gerade keinen Platz dafür. Also Freunde, ihr dürft euch tatsächlich freuen. Ich tippe mal, dieses Video lade ich am Samstag hoch. Weil wegen guter alte Zeiten RotMG Samstag. Und das heißt. Und dann nächsten Samstag kommt vielleicht auch wieder ein Video. Nächsten Samstag ist wieder RotMG Samstag. Freut euch. Yay. Und mal gucken, vielleicht nehmen wir nächste Woche wieder was Neues auf. Ja, das kann gut sein. Also haut da rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Nom nom.